Ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier mit mir Bravura. Heute geht es um die Dampftrams und zwar vom LNEA und zwar um die Y6 und die J70. Die J70 sehen wir jetzt gerade hier und von der gibt es ein paar Varianten. Die habe ich hier mal aufgestellt und das ist der Vorgänger. Das ist die Y6, die wurde für die Wisbech and Upwell Tramway, die 1883 eröffnet wurde, entwickelt. Kann von beiden Seiten bedient werden, wobei der Feuermann immer noch hier hinten drin ist. Lokführer kann auf beiden Seiten stehen und wir fahren quasi mit dem großen Bruder. Das ist die J70. Die hatte drei Achsen, die angetrieben sind, die ist auch stärker, denn man hat recht schnell gemerkt, die ist einfach zu schwach. Also braucht man was Größeres, die ist auch dezent länger und mit der fahren wir heute. Und wie ihr schon seht, die ist Normalspur. Also die Tram damals hat keine besondere Spurweite gehabt, das war ganz normal. Und das Besondere bei der war noch, die hat hier diese Schürzen. Und wenn die in der Nähe von der Straße gefahren ist, dann war es Pflicht, dass die Schürze unten ist, sowie dass die einen Kuhfinger gehabt hat. Ansonsten, wenn sie auf der Hauptstrecke unterwegs gewesen ist, war die Schürze nach oben geklappt. So fahren auch wir heute, dass man hier das Triebwerk hier sehen, sieht einfach viel schöner aus. Und das Besondere hier ist, die Zylinder sind innenliegend, nicht so wie da. Ja, hier noch die unterschiedlichen Farbvarianten. Da zum Beispiel mit British Railways, ich glaube, das ist die fiktionelle Variante, gibt es auch noch in Blau. Und hier hinten habe ich noch eine hingestellt mit British Railways. Ah, sieht schön aus. Leider hat keine von denen überlebt, sind alle verschrottet worden. Aber nichtsdestotrotz fahren wir damit heute mal. Ich habe mir gedacht, wir haben hier vier MK1s, Tourist Second Open Konfiguration, also ganz Standard. Und teilweise ist die auch so mal gefahren. Ist dann später auch für den Güterdienst eingesetzt worden, also für leichten und mittelschweren. Also die kann doch recht gut ziehen. Und im Wikipedia steht sogar, dass sie bis zu 40 5 Plank Open Wagons gehabt hat. Also das sind die kleinen Güterwagen, die kennen wir schon aus Transportiva, da haben wir die auch schon eingesetzt gehabt. Ja, ich würde sagen, wir tun mal die Pause weg. Und dann hören wir sie auch schon. Und gehen mal in unseren Führerstand. Und so sieht das Ganze aus. Das ist tatsächlich jetzt die hintere Seite. Hier haben wir die Handbremse. Wir können hier alles auf und zu machen. Zum Beispiel hier die Fenster. Gehen auf beiden Seiten. Auch das können wir hier aufmachen. Wenn ich den Hitpoint finde. Wird dann auch draußen entsprechend angezeigt. Ja, das ist eine süße kleine Dampftram. Und ich gehe mal ganz kurz in das Menü. Wir können auch hier schön umschalten. Das ist jetzt die hintere Ansicht. Also da wird dann auch eingefeuert. Was haben wir denn hier da? Zylindercocks, Sender haben wir hier, die Bremse und Co. Das Coole bei der ist, die Steuerungen sind hier mit einer Stange auf die andere Seite verbunden. Das heißt, gerade der Richtungswender, ihr seht es, geht in beide Seiten. Das gleiche auch mit der Bremse und Co. Haben sie eigentlich noch ganz gut überlegt. Hier noch so ein kleines Schemel zum Hinsetzen. Und wir sagen, wir gehen jetzt mal nach vorne. So, da machen die Zylinderhähne auf und fahren da mal zu unserem Haltepunkt. Und ich hoffe, ihr habt die Zylinderhähne jetzt offen. Mal kurz kontrollieren. Zylindercocks sind offen. Los geht's. Dampft aber ganz schön. Und man sieht kaum was. Machen wir sie mal wieder zu. Hier die Anzeigen für die Bremse. Nice. Und dann schauen wir mal, dass wir hier sauber anhalten. Oh, die Weiche war hier noch falsch. Tut mir leid. Die werden wir jetzt auffahren. So, und dann versuchen wir hier mal sauber anzuhalten.
Wunderbar. Sehr gut. Geh mal wieder nach draußen. Besonderheit war für der, die hat auch noch eine Glocke da oben gehabt. Hat sie im Straßenbahnverkehr gebraucht und die klingt so. Und ihr seht, das ist sogar animiert hier oben. Mega cool. Insgesamt wurden 13 Stück von mir gebaut. Hab vor allem die Y6, die was wir hinten sehen, abgelöst haben. Und als die Tramway, die ist leider eingestellt worden, gibt es auch heute nicht mehr, weil es mit dem Personenverkehr nicht so gut gegangen ist, waren die noch bei LNA und GIA im Güterverkehr im Einsatz, aber auch nicht lang. Denn die Lok war nicht sehr beliebt. Und ich habe nicht herausgefunden, warum das so war, dass die bei Personal nicht so beliebt war. Andererseits bist auch mit der nicht wirklich weit gekommen. Aber wie ihr seht, großen Wassertank haben wir hier nicht. Das gleiche auch mit der Kohle. Die haben es vermutlich hier auf der Seite nicht mehr gehabt. Vielleicht andere Ansicht hier mal. Also nichts für lange Distanzen. Eher ein bisschen so als kleine Rangierlok noch eingesetzt. Oder ganz leichten regionalen Personenverkehr. So, jetzt dürfen wir dann auch gleich mal losfahren. Keine Leute hier. Schämt euch. Da ist eine Dampftram unterwegs und da steigt sie nicht ein. Okay, 15% ist self-left. Okay, müssen wir gerade merken. Okay, Abfahrt. Fahren wir mit der Ansicht. Dann sehen wir noch ein bisschen mehr hier. Wirklich mein erstes Mal, dass ich eine Dampftram fahre. Gesehen habe ich es in echt nur einmal, das war in Bern. Das sieht aber dezent anders aus und ist nicht Normalspur. So. Ich glaube, dass wir hier mal gut auf Geschwindigkeit gehen. Geschwindigkeitsanzeige haben wir hier auch nicht. Das ist schätzen, beziehungsweise jetzt hier sehe ich es halt. Aber Höchstgeschwindigkeit, wo es ja noch halbwegs normal tut, ungefähr 30 Meilen pro Stunde. Die werden wir auch heute hier hinkriegen, nachdem es ein bisschen abschüssig ist. Aber mehr wird hier nicht. Oh, Besonderheit. Die hat hier noch einen Governor eingebaut. Und zwar beschränkt er dann die Geschwindigkeit auf 10 Meilen pro Stunde. Ist aber mechanisch. Also das ist wie so ein Pendel, was sich schnell dreht und auf einer gewissen Geschwindigkeit macht es Ventil zu. Und das ist im Straßenbahnbetrieb eingesetzt worden. Wir haben den einfach eingestellt, haben dann quasi den Regler geöffnet und schneller als 10, 11 Meilen pro Stunde ist er dann nicht worden. Eigentlich eine coole Idee. Ganz einfacher Tempomat. Ah, wie die geil klingt. Hier gerade die Branchline von Just Trans Midland Railway. Sieht auch super schön aus. So, knapp 20 Meilen pro Stunde haben wir schon. Nächster halt in 6 Meilen. Schauen wir mal. Na, das ist aber kein schöner Panoramic Shot. Wo hört der Tunnel hier auf? Bin ich jetzt doof? Wo hört der Tunnel hier auf? Hier? Okay. Also man sieht schon mal, dass das hier mal zweigleisig gewesen ist. Bleiben wir hier mal stehen. Und dann schauen wir mal, ob die dann gleich mehr vorbeikommt. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit nach vorne. Ich höre sie auch nicht mehr. Aber sagt der Pressure, das ist alles sehr gut. Ich höre es. Ganz leicht rattern. Ja, jetzt kommt sie. Okay. Ah, Gondelbahn hier. Können wir auch mit dem Regler jetzt wieder runtergehen, weil jetzt sind wir gleich bei 30 Meilen pro Stunde.
Da ist sie ja. Hat auch ein bisschen längerer Tunnel. So cool. Ah ja, die Lichter lassen sich entsprechend anpassen, auch mit Scheiben, dass man entsprechend den richtigen Headcode hat. Aber da kenne ich mich jetzt nicht aus, was da der richtige ist. Nice. Ja, da hätte man jetzt eigentlich mit 10 Meilen über den Bahnübergang fahren sollen. Das haben wir jetzt mal gekonnt ignoriert. Ah, was eine Schönheit. Ich glaube, wir könnten hier mal die Klappe wieder zumachen. Dann sieht es ein bisschen schöner aus. Ja, wie ist bei euch? Seid ihr schon mal mit einer Dampftram gefahren? Wenn ja, wo und wie war's? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare rein, während ihr das anschaut. Also, ich muss noch mal machen. Das ist eigentlich eine Schande. Jetzt bin ich über 8 Jahre in der Schweiz. Und in Bern fahren die fast monatlich. Und bin nicht einmal mitgefahren. Schande über mein Haupt. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie eine schöne Normalspur-Tramstrecke hier finde. Dann könnte man mit der mal richtig fahren. Das wäre noch nice. Und ich glaube, wir bremsen mal ein bisschen. Wir wären ein bisschen zu schnell hier. Wunderbar. Ich glaube, wir könnten noch mal so eine Anfahrt machen, einfach weil es so schön klingt. Wir bleiben jetzt hier noch mal stehen. Sehr gut. Und dann werden wir die Bremsen hier mal wieder lösen. Währenddessen werden wir hier nochmal kurz einheizen und schauen, ob das Einheizen auch funktioniert. Offen ist, wunderbar. Sehr gut. Und dann schließen wir nochmal. Ansicht hier weg. Wirklich geiles Soundmodell. Frag mich, muss ich das herhaben. Passt aber wirklich sehr gut zu der Kleinen. Also leise ist wirklich was anderes. Aber schön. Mal ganz kurz kontrollieren, wie es mit der Feuermasse aussieht. Oh ja, wird höher. Also zum Fahren überhaupt nicht schwer. Sehr einfach. Na, von oben. Ah nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich möchte es gern von der Seite hier haben. Ah, wir verbrauchen hier mal ein bisschen zu viel. Gehen wir mal hier die Ansichten durch. Und zwar hier oben. Witzig. Cool, dass sie das einbaut haben. So, das können wir wieder stoppen. Wir gehen mal in die Ansicht, damit ich weiß, ob wir anhalten müssen. Wobei, das war jetzt doof, weil ich will ja wieder umschalten. So, da.
Oh ja, da hätte ich schon ein bisschen Bock, da ein bisschen auszuhelfen, wenn ich fahren würde. Da hätte ich gute Laune. So, jetzt wieder vermehrt rollen. Knapp wieder 30 Meilen pro Stunde. Was auch immer der Mast hier bietet. Vermutlich Telefonmast. Haben wir hier eigentlich auch Ansichten von den MK-Bands? Oh ja, Tatsache. Cool. Ah, ist noch cool gemacht hier mitten rumwackeln. Das ist ja nicht ganz so statisch. Haben wir hier noch andere Ansichten? Ja, weiter hinten. Okay. Ja, wir haben da nur die Außenansicht. Schade. Ich muss mal Hotkeys für das Ganze hier unten machen. Das wäre mal schlau. Ja, jetzt könnte man wieder ein bisschen Gas geben. Ja. Und wie wir sehen, sehen wir gar nichts. So typisch Tunnel hier in dem Spiel. Aber zur Verteidigung, wir machen keine Lampe vorn. Ah, da gibt es sogar Jungs, die zugucken. Ach nee, das ist ein Kanal. Okay. Weiter am Zeitung lesen. Cool. Sieht mal ein bisschen enger aus hier. Okay. Gut, zurück zu unserer Tram. Die ist spannender. Also wenn ihr die bei Digital Traction kauft, dann gibt es auch ein Güterwagenpaket. Da könnt ihr auch die alten Güterformationen durchgehen. Und bei der Y6 von Ford Games, glaube ich. Also ich werde den Link zu beiden Varianten in der Videobeschreibung reintun. Kriegt sie auch noch Personenwagen mit dazu, die passen zu der Ära, wo die gefahren ist. Aber beide Varianten, so ähnlich wie sie sind, kosten knapp 15 britische Pfund, also 16, 17 Euro. Ist die Frage, ob euch das wert ist, dass ihr euch beide holt. Also ich hab's nochmal, sie sind halt so gut wie ident. Ich finde die J7, die was man jetzt hier auf der Attraction hat, das geilere Soundmodell. Und die Y6 ist einfach ein bisschen kleiner und man sieht da nicht so viel. Ihr habt es ja gesehen vom Triebwerks. Sieht man halt nur das Gestänge, aber nicht die Zylinder, was innen liegend ist. Also ich persönlich würde jetzt für die J7D gehen, also die hier. Nur die macht schon Spaß. Außer ihr habt das Geld, dann holt euch beides. Da könnte man sogar noch witzig sein und in Doppeltraktion fahren. Die ganzen Camper hier aufwecken. Bestimmt gute Laune, wenn man das macht. Und Big News übrigens. Ich habe mal von Naftel Games den Stream angeschaut bezüglich der neuen Strecke, die kommt. Mit der ersten Dampflok für den Transient World 2. Und da ist ein Satz gefallen, der mich sehr überrascht hat. Sie haben gesagt, dass die Dampfloks alle automatisch befeuert werden, wenn sie rauskommen. Nichts mit selber reinfeuern und Co. Da habe ich gedacht, wow, das ist ein Bummer. Jetzt bringt sie eine Dampflok rein und dann darf ich die nicht mal voll bedienen. Also sie haben gesagt, es geht halt mehr um die Fahrexperienz, dass man halt mit der Dampflok fährt. Aber den Feuermann, ja, den darfst du nicht machen. Und da denke ich mir, das ist aber sowas Essentielles eigentlich. Das macht es ja gerade irgendwo aus, dass man dann halt die Maschine in Kontrolle hat, dass man entsprechend viel Kohle reintut und da schaut, dass das Wasser passt. Ah, da war ich schon sehr enttäuscht. Sie meinten, sie arbeiten dran. Es wäre zwar sehr komplex zu machen, gerade wegen den ganzen Ventile und Injectors etc. Und es soll dann bei Patch kommen, dass man noch manuell feuern kann. Aber die Aussage verstehe ich nicht so ganz. Ich meine, die haben den TS 2022 gemacht, den, wo wir jetzt gerade drin sind.
wo es Dumploks ohne Ende gibt. Wie kann es dann in Chainsaw World 2 so schwierig sein? Die müssten ja wissen, es funktioniert. Aber, naja, da war doch wow, das ist eine echte Enttäuschung. Aber ja, am 30. und 31. kommt es heraus. Und dann werde ich mir das mal anschauen. Die Strecke sieht interessanter aus. Das nicht wirklich lang, aber mal gucken. Ich freue mich. Und währenddessen guck mal hier mit unserer Dampftram noch rum. Echt schön hier. Also auch die Strecke kann ich euch nur empfehlen. Wirklich schön detailliert. Ich glaube, es sind mittlerweile 4 oder 5 Extensions, was es für die Strecke hier gibt. Also wir können uns das mal ganz kurz anschauen. Das ist hier der Ast, den wir gerade fahren. Und das ist die ganze Hauptstrecke. Mit allen Extensions. Das ist wirklich riesig hier. Kann man ein paar Stunden fahren. Ja, wir sind ein bisschen zu schnell. Oh, ein bisschen bremsen bitte. Wunderbar. Und dann machen wir ein paar Flyby-Shots hier. Wir könnten mal schauen, ob wir vorne die Discs noch anders konfigurieren können. Da gibt es auch noch mit Rot, Blau. Und was haben wir hier noch? Weiß. Das war's. So, Amber Gate. Unser letzter Halt. So, gehen wir noch ein bisschen Schmackes hier. Nice. Da sind wir auch noch sehr gut unterwegs. So, das Lapprennen hier. 25er Beschränkung. Sehr schön. Also nur noch schaffen, hier sauber anzuhalten. Und dann bin ich glücklich. Hä, hey, und dann hätten wir doch mal eine perfekte Fahrt. Nichts passiert. Dachte ich und dann reißt es mir Kessel oder sowas. So, da ist auch schon Amber Gate. Der erste Bahnsteig, der nicht mehr genutzt wird. Wollen wir uns ja nochmal ankündigen. Wunderbar. Sehr gut. Dann wären wir auch schon da. Und das Interface sieht man ausblenden. Ja, und das hier auch. Das war's. Die J7D und die Y6 von LNA, die Dampftram. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Kommentar und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr Bock habt, dann kommt auch gern auf meinen Discord-Server. Da haben wir noch mehr Fans hier. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis denn dann. Tschüss.